So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahms ist der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Rahms ist Kitchen. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn der große Samyang Nudeltest geht in die letzte Runde. Drei Packungen habe ich noch übrig, drei Tests habe ich noch vor mir. Nachdem wir beim letzten Mal wieder was ganz Besonderes hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ich glaube, das war das Yia Yang oder wie? Und jetzt haben wir noch eine besondere Sorte, wo ich wieder mal nicht weiß, was das ist. Da waren alle Samyang-Sorten drin. Wir haben alles getestet. Wir hatten Carbonara, wir hatten Cheese, wir hatten Light, wir hatten Curry, wir hatten Tomato Pasta, wir hatten Kimchi, wir hatten Yia Yang mit Black Bean Soße und dem ganzen Zeugs dabei. Und heute haben wir Stew Type. Denn wir haben noch einmal komplett schwarz übrig. Hier auch sehr dunkel. Wir haben aber einmal komplett schwarz übrig und die Too Spicy. Too Spicy habe ich ja eigentlich schon mal getestet. Schon mal in einem Video habe ich schon einmal mit dem Bockwurst King zusammen gegessen. Da war das Video aber nur zum Probieren. Dann habe ich einmal gezeigt auf der Toilette, wie ich eine ganze Packung Too Spicy gegessen habe. Und das zur Vollständigkeit muss nochmal sein, aber es wird nicht diese Packung Too Spicy sein, sondern ich habe was ganz Besonderes, wenn Too Spicy wieder dran ist, in der 10. Folge. Und es wird auch Spezialfolgen geben mit 4 Spicy, aber das erst später, denn heute sind wir angelangt beim Stew Type, ja? Ich weiß wieder nicht, was das ist. Stew Type, guckt euch wieder das Schicken an. Samyang Bulldog Ramen Stew Type mit, ja, Sesam, Sojabohnen, Tapioca, ist auf jeden Fall alles dabei. Es steht jedes Mal auch drauf, wie man das eigentlich macht. Ich weiß, ich mache es jedes Mal falsch. Alter, ich mache das jedes Mal irgendwie und jetzt sehe ich, das ist ja gar nicht so kompliziert. Das steht ja auf Englisch einfach hinten drauf, sogar mit Bildern, dass man das genau sieht. Put the liquid sauce into the 500 ml water and boil. When the water starts to boil, put noodles and cook for 5 more minutes. Turn the range off and put sachet powder, stir well and serve. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen. Du sollst 500 ml Wasser nehmen, die Soße da reinmachen und das zusammen kochen, die Soße in dem Wasser und wenn das dann richtig kocht, die Nudeln rein und dann, wenn das fertig ist, zum Schluss das Pulver drüber, dann hast du ja trotzdem 500 ml einfach an Suppe. Das habe ich doch eben, haben wir noch im Stream geguckt, Stew Type, weil die da eine ganze Schüssel voll Soße hatten. Wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass das so ist. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Jetzt gucke ich mal kurz hier. Ah, hier steht das nämlich nicht so drauf. Hier sind nämlich nicht solche Bilder. Hier ist es nämlich ganz anders. Aber dann passt das dazu. Denn hier bei Tomato Paste steht das auch nicht drauf. Das heißt, das sind auch keine gewöhnlichen Samyang-Nudeln, sondern das ist Stew Type und Stew steht ja im Prinzip für Eintopf. Und weil das eher Eintopf ist, müssen wir das auch auf Eintopf-Art und Weise machen. Normalerweise koche ich immer die Nudeln, gieße die ab, packe die auf den Teller, tue den Beutel Soße oben drüber, esse das dann so mit dem Pulver, aber extra hier diesmal Bilder drauf, dass ihr das in 500 ml Wasser mit der Soße direkt macht und in dieser brodelnden Soße dann die Nudeln macht und das Zeug drüber. Dass das also richtig ein Bottich ist, richtig eben ein Eintopf. Das ist die ganze Geschichte dahinter. Eintopf, Nudeln. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie ich das hinkriege. Im Normalfall, wenn wir das aufmachen. Haben wir nämlich hier wieder ein, komischerweise wieder ein rundes Nudelnetz, ja. Normalerweise ist das ja immer ein Viereck, das ist rund, ein rundes Nudelnetz plus hier eben
ganz viele Kräuter und hier diese Soße, also sieht jetzt schon mal anders aus und unterscheidet sich ganz besonders von den restlichen Samyang-Nudeln bisher. Wir machen das jetzt mal zurecht und gucken dann mal, wenn es fertig ist, wie das dann ausschaut. So, das sind also 500 Milliliter Wasser, da habe ich jetzt den Beutel Soße reingemacht. Da ist jetzt ein Häufchen Elend entstanden, was ich so rausnehmen können. Sieht auf jeden Fall richtig pervers aus. Das können wir jetzt ja mal hier rumwürcheln, rummischen, dass das eben so eine richtig feurige, rote Brühe wird, in der wir jetzt dann die Nudeln kochen und dann das Pulver drauf und wir einen richtigen Auflauf haben mit Nudeln zum Trinken, zum Essen, zum Machen. Ist auf jeden Fall ganz anders als bisher. So, die Nudeln sind also fertig, beziehungsweise der ganze Eintopf ist fertig. Sieht doch richtig komisch aus. Normalerweise packe ich das immer auf den Teller drauf. Schön die Soße dann drüber über die Nudeln. Schön das Tütchen dran mit dem anderen Zeug. Jetzt habt ihr das Ganze jetzt habt ihr das Ganze hier in einem Schälchen, weil da einfach so viel Brühe ist, das einfach hin und her schwimmt. Es ist halt eben ein Topf. Ich habe mir in Ruhe auch nochmal die anderen Dinger durchgelesen. Ich mache es ja wie gesagt immer so. Ich koche Nudeln, gieße das Wasser ab, pack mir die Nudeln auf den Teller, mach mir die Soße drüber. Im Normalfall hieß es eigentlich, du sollst die Nudeln kochen, sollst das Wasser abgießen. 8 Löffel Wasser aber noch bei den Nudeln lassen, dann die Soße drüber und es dann nochmal ein bisschen weiter erhitzen, beziehungsweise am besten sogar dann in der Pfanne anbraten mit ein bisschen Flüssigkeit und dann das Gemüse drüber, fertig essen, wunderbar. Das ist natürlich jetzt ganz anders. Da sollst du die Soße in 500 Milliliter Wasser packen und die Soße, die flüssige Soße, zum Kochen bringen, um dann die Nudeln reinzupacken und jetzt auch am Ende dann das Tütchen drauf. Bei dem anderen, da ist fast jede Packung geht irgendwie anders zum Zubereiten. Bei dem anderen hast du wieder das Gemüse, das auch mit ins Wasser muss und zusammen mit den Nudeln kochen muss. Aber ich habe ja die Tütchen immer ganz am Ende drauf. Also manche Tütchen müsstest du eigentlich im Wasser mit den Nudeln kochen, danach die Soße drauf. Und manche Tütchen, die machst du halt ganz am Ende drauf. Das scheint jetzt ja auch eine Art Pulver zu sein natürlich. Ich weiß nicht genau, was für Pulver, ist auf jeden Fall alles komplett weiß. Sieht auch komisch aus. Dann packen wir jetzt mal hier rein, das ist hier das. Und da sieht das, was da drüber kommt. Ja, das ist hier Parmesan auf das Nudelzeug. Wenn das natürlich so ist, wie es jetzt hier ist, ist glaube ich Stew Type der, den ich dann nicht so cool finde, weil ich ja eher für dicke Nudeln mit dicker Soße, die an den Nudeln heftet, bin und nicht für Nudelsuppe. Nudelsuppe ist für mich, weiß ich nicht. Kann man essen, okay, aber ich bin nicht so der Nudelsuppentyp. Das also Stew Type, ne? Kurz mal fürs Thumbnail so, dass man das mal sieht, was ich davon halt. Mischen das jetzt auch mal hier rum, was das sein soll. Kann ja sein, dass das einen guten Geschmack hat. Kann auch sein, dass das schön scharf ist, aber dass dann halt die ganze Schüssel rot ist und die Nudeln eben nicht so mit Soße behaftet, sondern halt du die blanken Nudeln dann hast, die du frisst. Und trotzdem die ganze Soße in der Schüssel bleibt und rot ist, finde ich jetzt persönlich nicht so pralle. Ich möchte die Nudeln hochheben und die sollen feuerrot aussehen mit der ganzen Soße dran. Ansonsten weiß ich auch nicht, ob man das jetzt mit einer Gabel essen soll, ob man jetzt einen Löffel nimmt wegen der Soße, ob man die Soße am Ende dann raustrinkt. Scharf wird es, denke ich mal, trotzdem sein. Aber Samyang-Nudeln werden für mich wohl immer weiterhin ein Geheimnis bleiben, wie man die perfekten Samyang-Nudeln zubereitet, wenn jede Sorte andere Vorgaben hat, du jede Sorte im Prinzip anders machen musst und nicht einer kommt, die musst du vielleicht so und so machen. Das gilt vielleicht für die eine Sorte, die ihr hattet, aber das gilt eben nicht für alle. Es klatscht auch immer zu alles runter. Überall entstehen hier Spritzer. Deswegen hasse ich Nudelsuppe. Du kannst sie einfach nicht schön auf die Gabel. Beim anderen hätte ich jetzt schon das ganze Ding weggezogen. Hier schmiert immer zu alles runter. Ja, das ist halt hauptsächlich jetzt die Nudeln. Das hauptsächlich die Nudeln, ein kleines Brennen im Rachen als Nachgeschmack, aber mir fehlt einfach diese fette Soße, die sonst an den Nudeln haftet. Ganz klar, es ist richtig blöd zum Essen.
Geschmacklich ist da nichts im Vordergrund, im Hintergrund nur die Schärfe. Man kann es natürlich versuchen, das alles so reinzuziehen. Aber ja, finde ich leider nicht so. Für eine scharfe Nudelsuppe ist das auf jeden Fall in Ordnung. Aber für den Preis möchte ich da einfach mehr Soße und schön in die Fresse. Du kannst es natürlich auch normal kaufen und normal machen wie immer, dass du einen Stew-Type machst, den du nicht als Eintopf machst, sondern auch einfach die Soße an die Nudeln dran, an die fertig gekochten, ohne die Soße selber zu kochen. Dann ist es ja dick und fett. Ich glaube, eine Stew-Type-Packung müsste ich noch haben. Die können wir ja mal probieren, wenn wir die so machen wie sonst immer. Ansonsten zieht sich ja alles rein und schmeckt halt wirklich fast die blanken Nudeln nur. Die ganze Soße bleibt übrig, die kannst du am Ende dann trinken. Und die hat ja einen guten Geschmack, aber ich möchte die direkt an den Nudeln haben. Also Stew-Type ist in Ordnung, kann man mal probieren. Mir gefällt das andere aber besser, bleibe ich dabei, würde ich auch nicht unbedingt dann nochmal kaufen. Finde ich immer noch die Light-Varianten am besten. Hier Young fand ich gut, Too Spicy natürlich. Carbonara, wo alle so begeistert waren, fand ich auch nicht so überzeugend durch diesen komischen Kräutergeschmackanteil. Aber Cheese auf Platz 1 immer noch, meiner Meinung nach. Das war's jetzt und beim nächsten Mal gibt es dann die schwarzen und dann sind natürlich noch die Too Spicy übrig. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.